Willkommen und hallo zu einem neuen Projektchen, weil ich mir mal dachte, es wird mal wieder Zeit, dass ich was mache. Und zwar heißt das schöne Spiel, was wir jetzt spielen. Wow, Spiel, das wir jetzt spielen. Naja, geht ja nicht anders. Game Dev Tycoon. Basically, man wird 30 Jahre zurückgeworfen in die Zeit. In der Zeit. Und ist ein Spieleprogrammierer. Und fängt an mit den ganz alten Sachen mit dem Computer unten. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Keine Ahnung. Das habe ich mir nicht wissen, aber ist egal. Und da muss Spiele programmieren und so. Und ich habe da schon eine Zeit lang gespielt. Habe hoffentlich den Faden ein bisschen raus. Manchmal floppe ich natürlich trotzdem noch. Und, jo, Tutorial. Nö. Hi. Spiel, du bist noch etwas zu laut. Warte, sofort. Muss ich kurz einstellen? Wartet. Machen wir mal die Hälfte. So. Hi. Company Name. Company Name. Mach mal einfach mal. Productions. Und der Player ist natürlich der ich. Und ich bin blond. Naja, whatever. Und ich nehme. Wo ist der Braune? Ist es nur der da? Nein, nehme ich den da. Boah, sieht so scheiße aus. Whatever. Wir machen die normalen 35 Jahre. Ah, na, nee, doch, wir machen 35 Jahre. Und dann würde ich sagen, ja, würde ich gerne importieren, weil das ist sowieso wichtig. Und dann überschreibt man mal einfach das hier in der Mitte. Oder? Oder? Ach, wir nehmen einfach das da. Spiele ich eh nie wieder. Boah. So, hallo. Ja, wir haben das Spiel angefangen. Jetzt können wir natürlich erfolgreich sein. Gut. Fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel. Hab ich Don't Skip gemacht? Scheiße. Naja, dann könnt ihr euch wenigstens das Tutorial durchlesen, wenn ihr mal auf Pause drückt. Wie soll denn das erste Spiel heißen? Wir müssen erstmal gucken, was es für Topics gibt. Oh, Game Dev. Ich glaube, ich mache mal einen Game Dev Tycoon. Warum nicht? Game Dev Tycoon. Da kriegt man auch übrigens ein Achievement für. Und weil wir eine Simulation machen, machen wir das natürlich für den PC. Machen wir mal 2D-Grafik. Und dann fängt er jetzt an, hier Bubbles zu machen. Und das Score hier oben entscheidet dann teilweise, wie gut das Spiel wird. Und hier ist das Tutorial. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Ach, ist egal. Ja. So, hier kann man einstellen, was man, wie man das Spiel programmieren will. Man sieht hier unten schon an den Plus und Minus und so, dass ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und ungefähr weiß, wie solche Spiele programmiert werden müssen. Das ist ganz nett, weil am Anfang hat man überhaupt keine Ahnung und wird einfach nur reingeschmissen und weiß gar nicht, was man überhaupt machen soll. Da. Ja. Und dann gibt es hier noch eine Ecke mit Bugs. Da ist zum Beispiel zwei Bugs drin. Die kann man gegen Ende dann ausbessern lassen. So, Dialoge weg, Level Design hoch und Artificial Intelligence auch hoch. Bubbles. Und ganz wichtig sind auch eher an der Seite die Research Points. Research Points. Ach du Scheiße. Ja, Tutorial, ich weiß. Und damit kann man später Sachen nachforschen, weil Research heißt ja forschen. Genau. Aha. 9,12, ja, das ist doch fürs erste Spiel, glaube ich, nicht so ganz mega schlimm. Und jetzt werden noch die Bugs rausgetan. Und sobald die Bugs weg sind, kann man das Spiel veröffentlichen. Oder? Genau. The development of your game has now finished. Jetzt kommt hier die Auswertung. Wir sehen eine neue Topic und eine neue Combo. Und die Combos kenne ich schon, deswegen ist es keine neue Create Combo. Und ja, hier kann man sehen, was man so erreicht hat. Und da kann man natürlich mal aufsteigen. Hauen wir mal das Spiel mal raus. Und natürlich, warten wir kurz und... Oh, kann man noch nicht. Okay, dann warte ich kurz. Yay! Die ersten Reviews kommen rein. Oh! Hey, wir fangen gleich mit einer 8 an, das ist doch super.
und einer 7. Und einer 6. Naja, das ist eine gute 7. Fürs erste Spiel. Jojojojo. Game Report, bitte. LP Busty Productions, a newcomer in the game industry, has just released their first game, Game Dev Tycoon. Yes. Wuhu. Ein Hoch auf mich. Ihr braucht euch nicht zu verbeugen. Nein, nein. Lasst es, lasst es. Oh, 22. So gut war mein erstes Spiel aber noch gar nicht. Ich hatte aber irgendwas mit 37, glaube ich. Aber es ist ja Wurst. Ja, Tutorial. Die Fresse. Ja, die Fresse Fans, ey. Ich brauche keine Fans. Ich bin mein eigener Fan. Oder so. Yeah, the engine seems to be quite important for this type of game. Cool, das weiß ich auch schon. Ja, ja, Tutorial, bla, bla, bla. Ja, ja, Research, ja, 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 toll. Ich will mal gucken, was gibt's denn noch? Time Travel. Time Travel. Okay, das mache ich kurz. Und dann machen wir uns gleich wieder an ein Spielchen. Und dann würde ich wahrscheinlich Time Travel nehmen. Ich muss mal kurz was trinken. Ich krieg die Flasche nicht zu. So, hallo. Ja, wir haben Time Travel gedingt. So, cool, super. Cool. Dann machen wir jetzt einfach mal noch ein neues Spiel, weil das muss man einfach sowieso immer machen. Und ich habe schon voll Time. Oh, hallo. Time und das heißt Egg Splitters, deswegen mache ich Glitters kann ich nicht machen. Riddlers. Riddlers. Time Riddlers. Und dann machen wir das mal zu einem Adventure und das ist auch eine Great Combo, das weiß ich nämlich auch schon. Und ich weiß nicht, ob Adventure auf den G64 passen, aber wir versuchen es einfach mal. Momentan ist nämlich der mehr angesagt als der PC. Genau. Oh, Stories in der Runde, Gameplay runter und das auch. Und nochmal ein Gameplay ein Stückchen weiter hoch. Ein Stückchen. So. Ja, okay. Bubbles, 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 gib sie mir. Okay. Dialoge müssen natürlich bis oben sein bei einem Adventure, weil man muss viel reden. Level Design ist nicht so wichtig. Ja, warum auch mal. Ja. Wow, wir haben. Ja, ja, war gut. Was bin ich mit meinem Blick auf? Boah, kratzt ihr nicht am Kopf, ey, wie ist das manchmal hasse, wenn er sich am Kopf kratzt. Ja, Level Design und Grafik hoch und kein Sound. Also schon Sound, weil hier sieht man immer noch was Blaues. Nur, ja. Whatever. Blablabla. Commodore. Ach, Commodore, oder? Wusste ich doch. Keine Ahnung, was hatte ich leider nicht. Oh. Blub, blub, komm los, 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 noch Technology oder so. Los, 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 los. Und? Ach, nee, doch nicht. Das wird Pussy. Cool. Ja, oh, oh, ja, okay. Nett, nett. Und gleich den Game Report. Und, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das wird ein schlechtes Spiel, oder? Oh, das ist auch eine 8. Sieht gerade so schlecht aus. Oh, eine 7. Komm, noch eine 8. Eine 8. Oh, noch eine 6. Ist wieder eine 8. Na komm, wieder eine 7. Genau dasselbe wie gerade eben. Lol. Das wäre bestimmt so ein Spiel, wo ich nur 7 dann kriege. Yeah, wir haben fast die 50 Research-Punkte, die wir brauchen, dass wir uns eine neue Engine, dass wir eine eigene Engine produzieren können. Was sehr wichtig ist, weil dann werden die Spiele noch besser. Yeah, Nintendo, Nintendo, Entschuldigung, will ein Spiel namens Dinky Kong rausbringen. Da, hier sieht man es, 50 RP, Research Points. Das bedeutet, noch ein Spiel. Und zwar diesmal, oh, ich habe die anderen noch nicht so. Space! I'm in space. Space. Space, Simulation oder Action? Das ist jetzt die Frage. Wie passen wir es mal mit Action? Space. Space.
Armageddon. Armageddon. Nee. Armageddon. Ich glaube, das wird jetzt erstmal wieder für den Kodore. Was ist denn Cyberpunk? Damit wir überhaupt dann... Space! I'm in Space. I'm in Space. Space! Space! Vacants, vacants. I'm in Space. Yes, you are, my friend. So, Engine und Gameplay hoch. Production Game. Puppets, 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 gibt's ihn mir. So, blub. Oh, meine Nase wird gerade irgendwie ein bisschen Slime produziert. Ich glaube, bei Action-Spielen ist es so, dass die Balance zwischen denen relativ gleich sein muss. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, RPGs sind so, dass da immer auf Design statt Technology ist. Weil wir haben genau das, was wir wollen. Und dann gibt es zum Beispiel Simulation, das glaube ich mehr Technology richtig. Das war laut. Das ist nicht. Oh, Graphics ist jetzt nochmal Graphics Dings, aber wir wollen jetzt erstmal die neue Engine. Research bitte. Die neue Engine. Yes. Yes. Und. Oh, eine 7. Oh, eine 6. Oh, eine 6. Oder 8. Oh, schade. Naja gut, das war jetzt mal ein schlechteres Spiel. Ist doch egal. Oh, hi. Was, bist du, warum bist du noch offen? Warum bist du noch offen? Ach, hier drüben, das habe ich noch gar nicht erklärt. Ja, Contract Work. Ja, machen wir später. Hier an der Seite sieht man natürlich, wie viele Einheiten verkauft werden. Also wie viele Stück. Und eben dann den Rank, den Rang, wo es ungefähr steht. Und ja, hier oben die Fans, welches Jahr wir gerade haben, wie viel Geld ich habe, etc. Und ja, genau. So, Game Report bitte. Das wäre ganz nett. Und wenn wir dann ungefähr mal so 3, 4, 5 Millionen haben, was sehr bald passieren könnte, kann man dann auch endlich in ein neues Büro, weil im Moment sind wir ja in einer lautigen Garage. Hallo! Space and Action is a great combination. Das ist gut. So, jetzt machen wir mal hier unsere Custom... Warte mal, Contract Work. Wenn man irgendwas... Naja, Contract Work. Ist eigentlich nur wichtig, weil man dann neben dem Zeugs, was man da macht, kriegt man nämlich Research Points. Und das ist wichtig manchmal, wenn man die sehr nötig hat. Oh ja, der Nintendo. Das raus. Oh, jetzt kratzt es sich wieder am Kopf. Ich hasse es, wenn er sich am Kopf kratzt, weil dann macht er nichts. Oh, wir hätten das locker geschafft. Oh, wir hätten das so locker geschafft. Oh, wie ich es hasse. Das ist so nervig. Komm, wir versuchen das nochmal. Bitte kratzt sich nicht am Kopf. Er kratzt sich schon wieder am Kopf. Oh, Alter. Komm, 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 komm. Oh, das war so knapp. Du bist eine Fotze. Ich hab Fotze gesagt. Fotze. Oh, Virtual Pettis Faust. Ja, das machen wir natürlich. Aber wir haben noch keine Target Audience, anders ist ja ein Boss. So, jetzt kurz hier mal schlechten letzten Schluck nehmen. Yeah, neue Topic. So, jetzt machen wir hier. Create Custom Engine. Machen wir das rein, was wir bisher haben. Machen wir hier mal. Year 2 Engine. Yeah. Coole Sache.
Once the engine is finished, you will be able to use it when creating new games. Super. Dankeschön. Ich frage mich nur,